darauf gewartet, dass er mich küsst. Die sind sich nicht mal näher gekommen. Ich weiß es wirklich selber nicht. Also verliebt habe ich mich noch nicht. Hallo. Super nah gekommen sind und... Aber gut, wir wissen eh, dass Zico weiter ist, ne? Ich kenne Leon eigentlich nicht. Also wenn sie Leon zurückholt fürs Finale. Die letzte Rose. Was? Und jetzt ist er raus? Das ist doch unglaublich, das kann es ja nicht sein. Okay, dann starten wir mal mit der Folge. Servus Leute, mit herzlich willkommen zur Folge Nummer 8 von Der Bachelorette irgendwo in Griechenland. Nein, ich bin mal wieder nicht in Griechenland, sondern in Kroatien. Okay, Folge 8 von Der Bachelorette, das Halbfinale. Heute wird es extrem krass. Es wird was passieren, womit irgendwie, glaube ich, echt niemand gerechnet hat. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit der Folge. Jetzt viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Mehr Zweisamkeit, um zu gucken, was und wie es sich entwickelt. Heute bei Die Bachelorette. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten und es geht jetzt in die Dream Dates. Die Dream Dates, aka die Umweltvernichtungsdates, denn es werden Yachten gefahren und Helikopter geflogen. Es wird krass. Ich sehne mich nach diesem Herzklopfen. Herr Doktor, wir brauchen eine Herzklopfmaschine. Oder wie heißt das Ding? Defibrillator, oder? Mein Problem ist, dass ich noch nicht verliebt bin. Ich kann euch nicht sagen, wie es enden wird, weil ich selber nicht weiß. Ich weiß es wirklich selber nicht. Ja gut, wenn nicht mal sie es jetzt noch weiß, dann können wir es ja auch nicht wissen und nur Vermutungen anstellen. Aber was ich weiß, ist, dass sie Maxim jetzt brennt. This girl is on fire. Okay, nächste Szene. Ja, ich glaube, das Einzige, wo man sich halt Gedanken drüber macht, ist, wie weit ist der Bezug von den anderen zu ihr? Aber das kann ich halt nicht beeinflussen. Ich kann halt nur so sein, wie ich bin. Heute sollten auf jeden Fall alle nochmal so sein, wie sie sind, denn heute stehen die großen, langen Einzeldates an und wir fangen mit dem ersten von drei an, und zwar mit dem Raphael. Ich glaube, es wird dir sehr viel Spaß machen. Ja? Mhm. Könntest du dir jetzt gut vorstellen? Na, irgendwas Ruhigeres einfach, ohne so einen kompletten Überraschungsmoment. Oh shit. Ganz was Ruhiges, ohne Adrenalin. Es reicht, wenn wir ein bisschen kuscheln und dann oh shit. Ja, da hat er schon gehört, es kommt ein kleiner Helikopter angeflogen. Ich glaube, das ist mein Highlight bis jetzt. Weil es ist irgendwas und das wissen wir, glaube ich, auch beide. Oh, meine erste Schildkröte! Meine erste Schildkröte. Ah, da, zwei. Ja. Schildkröten in der Wildnis sind süß, das Lied ist auch super, die Situation ist auch toll und wir wissen doch alle, was bei so einem Helikopterflug dann doch noch passieren wird, oder? Ich habe schon gesagt, dass das ein richtig cooles Date ist. Ich finde es auch toll. Dating mal anders. Oh, es ist irgendwie wie beim Feuerwerk-Date damals. Die Blicke sind da, aber den Kuss gibt's dann doch nicht. Cool, können wir trotzdem. Ja, mach mal. Bringst du mich immer auf so coole Dates? Ich würde dich auch gerne mal auf ein schönes Date. Das wäre eine Überraschung. Aber ich hätte was im Kopf. Echt? Im Pool gibt's keinen Körperkontakt und dann natürlich auch keinen Kuss. Es ist irgendwie diese Folge komisch. Es scheint nicht ganz so zu harmonieren zwischen der Maxim und dem Raphael. Ich weiß, dass ein Mann wie Raphael, dass Raphael mir einfach gut tun würde. Ja, dann hoffen wir mal, dass sie ihn heute nicht raushaut, ne? Ja. Hast du eigentlich immer dieselben Ringe, oder? Das ist der Hochzeitsring von meiner Mama. Wirklich? Mhm. Der ist voll schön. Ganz simpel. Steht Thomas drin. Ist das dein Papa? Mhm. Alles schön und gut, aber es ist ja mittlerweile schon Nacht. Die sind sich nicht mal näher gekommen, sie liegen sich nicht in den Armen, sie reden über ihren Schmuck. Es ist so, als würden sie sich gerade zum ersten Mal treffen und nicht, als würden sie sich schon 3 Wochen lang kennen. Ich habe vielleicht ein bisschen darauf gewartet, dass er mich küsst. Man merkt auf jeden Fall, dass sie ständig darauf gewartet hat, aber es war allgemein, finde ich, eine weirde Stimmung. Die sind da gesessen und haben weird nicht miteinander geredet. Aber eigentlich saß ich ihnen ziemlich zugewandt. Aber wie immer, vor 3 oder 4 Kameras und 15 Mitarbeitern, da würde ich es halt auch nicht machen wollen. Aber wenn der Raphael mal loslegt, dann geht er wirklich ab. Dann macht er auch so lange weiter, bis er nicht mehr kann. Das waren jetzt 30 Sekunden und ja, wie war's? Jetzt bin ich entspannt. Und er redet auch direkt nach dem Kuss so, sofort. Hättest du Lust, die Nacht zu bleiben? Ja,
Gern, wenn ich darf. Natürlich darf er, aber wir dürfen die Bettgeschichten nicht mitverfolgen, denn die beiden haben jetzt Schlafzimmerzeit zu zweit. Extrem angenehm, mal so ganz ohne Kameras und ohne Mikrofone einfach. Man kann viel mehr abschalten. Ist viel. Man lernt sich anders kennen, finde ich. Ich glaube, dass das größte Problem für einen Raffi wirklich die Kameras sind, weil wenn er nicht gerade bei so einem Einzeldate sitzt, wo alle Kameras auf ihn fixiert sind, dann ist er auch viel lockerer als bei diesen Einzeldates. Morgen. Morgen. So richtig schön. Es ist oft sehr weird still in dieser Folge und Maxim hat auch ein Problem. Mein Kopf ist ein Chaos aktuell, weil es bei mir mit den Gefühlen noch nicht geklappt hat. Also verliebt habe ich mich noch nicht. Immer noch nicht verliebt. Ich glaube wirklich, dass es heute knapp für einen Raphael sein wird, wenn das Date von Max besser sein wird. Aber jetzt kommt erstmal der Zico zum Date. Hallo. Hi. Aber geiles Singen auf jeden Fall. Findest du gut? Steht auf meiner Bucketliste. Genau, ja. Achso, beim Leuchtturm. Okay, super, danke schön, ja. Mir ist es immer unangenehm zu sagen, dass ich da mich filme. Deswegen sage ich einfach, ich filme da ein bisschen die Landschaft, weißt du. So, drehen wir uns mal wieder ein bisschen. Ja, ich hätte halt Bock, dass es losgeht, ne? Wollte ich sehen. Oh. Ja. Ich hätte Bock auf das Dream Date. Ja, in den ersten 2 Minuten mehr Emotionen als bei Raphael in 2 Tagen. Nee, aber heute bin ich tatsächlich mit dem Lächeln auf. Das freut mich. Jetzt. Wo geht denn die Reise hin? Ist ein bestimmtes Ziel, oder? Lass dich überraschen. Als ich letztens in Rovinj war für den Geburtstag meiner Mama, da haben wir ihr auch nur erzählt, sie soll Badesachen einpacken und am Freitag geht's los und um 4 Uhr muss sie vor der Tür stehen. Es ist eine Überraschung, wo es hingeht. Also ich bin gerne bei ihr in der Nähe. Ich bin gerne in der Nähe, aber ciao, ciao. Okay, weiter geht's. Ja, die zwei sind mit dem Auto herumgefahren. Es war super lang, es war super langweilig. Ich meine, für uns war es langweilig, weil sie miteinander geredet haben. Es war nicht wirklich spannend, deswegen hier jetzt das Spannende. Aber es ist trotzdem irgendwo meine kleine Prinzessin. Würden die mit mir gut klarkommen? Ich glaube nicht. Okay, können wir das Date bitte beenden? Okay, es wurde echt verdammt viel geredet und verdammt viel mit dem Auto rumgefahren. Wie gesagt, für uns Zuschauer war es langweilig, aber jetzt gibt's die Fortsetzung des Dates und zwar nach dem Sonnenuntergang. Ich habe mich sehr auf den Abend gefreut, weil da halt nochmal die Möglichkeit gab, mich dann auch wirklich aufs Gespräch zu konzentrieren. Das Gespräch hören wir uns gleich an, aber jetzt erstmal das Allerwichtigste bei einem Date. Und mein Teleskop, da müssen wir gleich noch durchgucken. Ist das deins? Yep. Ja. Ja, sie hat es am Anfang der Staffel erzählt, sie hat einfach ein Teleskop mitgenommen. Ich meine, wieso nicht? Sowas anzuschauen ist echt mega cool, finde ich auch. Willst du mal einen Arm kommen? Okay, es ist immerhin schon mal ein Körperkontakt hier, aber gut, wir wissen eh, dass Zico weiter ist, ne? Ich küsse deine Augen. Wo Digi, ich küsse dein Auge. Ja, es wurde wieder minutenlang geredet, aber dann kommt endlich das, worauf wir gewartet haben. Let's be lovers tonight. So, der Kuss war 10 Sekunden länger als mit dem Raphael, der hat ganze 40 Sekunden gedauert. Ich musste einen Zeitraffer draus machen, ich kann das nicht in voller Länge zeigen. Einfach aus Copyright-Gründen, weil es nicht mein Material ist. Konnte mich fallen lassen. Fallen lassen in Gesprächen. Und ich glaube, das ist ziemlich viel wert. Ich glaube auch, dass es ziemlich viel wert ist, dass es wichtig für deren Beziehung ist. Aber für uns Zuschauer waren die Gespräche halt dann schon ziemlich langweilig, ne? Möchtest du bleiben? Auf jeden Fall. Er kann es irgendwie gar nicht glauben, weil er sowieso schon gedacht hat, dass das Date nach der Autofahrt eigentlich vorbei sein wird. Am nächsten Morgen lässt die Bachelorette die Nacht mit Zico Revue passieren. Wir saßen noch ziemlich lange draußen, bestimmt bis 4:30 oder so, und haben gequatscht. Okay, anscheinend haben sie nicht viel geschlafen in dieser Nacht, aber ja, es stimmt ja, irgendwie mit manchen Menschen kann man bis 5 Uhr in der Früh draußen sitzen und miteinander labern. Ich glaube, dass wir schöne Gesprächsthemen haben und uns einfach, ja, super nah gekommen sind und ich weiß nicht, wer es am Ende sein wird. Vielleicht wird es von RTL auch so ein bisschen in die falsche Richtung geschnitten, dass mit dem Zico alles perfekt ist und am Ende wählt sie dann doch einen anderen. Aber es gab auch Momente, wo ich gemerkt habe, dass es
eigentlich nicht sein Tempo ist und dass er gerne viel schneller wäre. Um welche Momente es sich da handelt, wir haben keine Ahnung und wir werden es auch nie erfahren. Auf jeden Fall hatten die beiden Spaß abends. Und jetzt ist der dritte von drei dran. Und heute steht das dritte Dream Date an mit Max und es geht aufs Meer. Coffee like before. Dann schauen wir doch mal, wie spannend dieses Date sein wird. Also los bitte los. Hi. Hi. Wie geht's? Gut. Und dir? Ja. Sehr gut. Ja, mir geht's auch gut. Das klingt super motiviert, wenn ich das so sag. Ja. Bei Max habe ich halt so eine Anziehung, die da ist. Nur 2 Minuten und er hat direkt den Arm um mich gelegt. Und das ist so jetzt hier auch noch nicht passiert mit einem anderen Mann. Der Raphael hat doch gar nicht den Arm um sie gelegt gehabt, oder? Haben sie sich nicht nur geküsst und dann war es irgendwie auch schon vorbei? Siehst du das? Eine Schildkröte. Wo? Oh. Ja, und jetzt hab's sie gesehen. Darauf warte ich seit Wochen. Ja? Mhm. Darauf wartet sie seit Wochen, aber die Schildkröte hat sich doch vor 4 Tagen aus einem freaking Helikopter von oben mit dem Raphael schon erlebt. Zwei. Und er meinte auch, er hat sich danach wieder ein bisschen besser gefühlt, weil seine Beschützerin wieder da ist. Das fand ich irgendwie voll süß. Max hatte ein bisschen Angst vorm Schnorcheln und sie fand es extrem süß. Aber schauen wir mal, ob das Abenddate auch so süß sein wird. Das Kind steckt noch in ihm. Wenn er rumalbert, wenn er grinst, wenn er lacht, hat er ein Dauergrinsen im Gesicht. Aber trotzdem ist er tätowiert und hat auch seine ernsten Seiten. Da kommt ein Typ. Ich kann nicht weiter reden. Da hinten kommt noch ein Typ. Der Max ist mir mittlerweile echt sympathisch, muss ich sagen. Und weil die Situation gerade passt, wird dieses Dauergrinsen auf Maxims Lächeln gedrückt. Ja, der Kuss war genauso lang wie der vom Raphael, also ca. 30 Sekunden. Ich habe das mal mitgezählt. Und zum dritten Mal dieselbe Frage aller Fragen. Kannst nämlich noch was bleiben? Sehr gerne. Gut. Und nach einer vielleicht spannenden und spektakulären Nacht hat der Max noch ein kleines Geschenk für die Maxim. Dann nehme ich den. Hab ich mir gedacht. Warum? Weil er der Größere ist. Dankeschön. Sehr gerne. Ein Stein mit Datum und Namen draufgeschrieben und ja, das war's jetzt schon mit dem dritten Dream Date. Komm. Ciao. Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Das war das einzige Einzeldate mit dem Abschiedskuss. Die anderen hatten nur eine Umarmung. Ist eigentlich schon eine Entscheidung getroffen, weil ich erst noch mal mit allen Jungs sprechen möchte. Maxi. Hallo. 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 Eine Zuschauerin hat mir letzte Woche diesen Clip hier zugesendet. Ich finde ihn mega cool. Hallo. 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 Ja, danke auf jeden Fall für dieses super liebe Video und danke fürs Zusammenschnibbeln am Telefon. Sehr geil. Hallo. Hi. Wow, schickes Kleid. Hi. Wie geht's dir? Gut. Hallo. Na? Gut, dir? Mir auch. 3 kurze Einzelgespräche wurden noch geführt und jetzt geht's natürlich um die 2 Finalplätze in der Rosen-Rauswurf-Nacht. Ich kenne Leon eigentlich nicht, aber trotzdem war das so ein Punkt für mich, wo ich dachte, es könnte passen. Ja, ist klar, nein. Also wenn sie Leon zurückholt fürs Finale, so dann möchte ich echt mal mit dem Produzenten vom Format sprechen, dann ist es vorbei. Die erste Rose ist für Max. Und ist doch klar, wer die 2. Rose bekommen wird. Zico, oder? Die letzte Rose. Und die ist für dich, Raphael. Bitte was? Es kann doch nicht sein, dass Zico gehen muss. Das ist doch so der Top-Favorit gewesen. Es ist der Gewinner gewesen. Gehst du ein paar Schritte? Für mich hat es nicht ganz gereicht. Er war doch der Favorit von allen. Alle haben doch gedacht, dass er gewinnen wird. Er war doch wirklich so, er hätte die letzte Rose bekommen, finde ich. Und jetzt ist er raus? Das ist doch unglaublich. Das kann es ja nicht sein. Nächste Woche, das große Finale. Es ist halt die letzte Rose. Das ist ja das, warum ich hier bin. Jetzt kommen noch 2 Typen.
Genau, nächste Folge geht's um die letzte Rose. Ich bin gespannt, ob sie überhaupt eine Rose vergibt oder ob sie keine Rose vergibt, weil es wird kein Teaser angezeigt. Aber gut, wenn es euch gefällt, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert sehr gerne irgendwo hier oben meinen Kanal. Schaut hier oben und unten sehr gerne in andere Formate rein, vor allem auch zu Prince Charming, das hat jetzt angefangen. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar und einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Folge im Finale. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Ach, ja, ich freue mich, wenn ich da dann später wieder rein darf.